Seid gegrüßt, liebe Freizeitpark Kirmes Freunde. Herzlich willkommen hier beim zweiten Lotte World Adventure Freizeitpark und wieder einem wunderschönen ausschauenden Freizeitpark, einem nagelneuen Freizeitpark und damit dem 10. Vlog-Teil Südkorea Tour 2023. Und Leute, schaut euch das mal an. Schaut euch das bitte mal an. Ein nagelneuer Freizeitpark. Ich bin richtig hyped. Ich sag's euch, wie es ist. Wir gehen jetzt gleich mal die drei Crowns abholen. Wir haben nämlich drei Crowns. Crown Nummer 1, ein Preston Barbieri Kiddie Coaster. Crown Nummer 2, ein Mugrides Power Splash. Crown Nummer 3, ein Mugrides Bluefire Klon, gespiegelt. Und wenn alles klappt, meine 400. Achterbahn. Der Park wirkt auf mich wirklich sehr, sehr schön bis jetzt. Schaut euch mal dieses Theming an überall. Bei auch kleinen Attraktionen. Der Lokflium, das könnte tatsächlich eine Sache sein, die wir uns heute mit Alex vielleicht sogar gönnen könnten. Servus. Und hier dieser Talking Tree. Wirklich ein nagelneuer Park, schaut echt top aus. Da ist der Mugrides Power Splash. Leider werde ich den heute fahren müssen, um meine 400 voll zu kriegen. Schaut euch das bitte mal an. Ist das nicht wunderschön? Oh, ich bin hyped. Und da hinten das große Lotte-Schloss. Das hier noch mal geiler ausschaut als in Seoul. Wow! Das erinnert ja fast an Disney. Wow! So, wo ist Mysterious Cookie Train? Da, das ist der Power Splash, Alex. Ah, da, das ist Directory. Directory. Wir schauen mal gleich, wie groß der Park ist, was es hier gibt. So, wir sind hier reingekommen. Sind jetzt beim Baum. Und Mysterious Cookie Train ist links im Joyful Meadows. Das große Castle, der Power Splash, vorn der Giant Digger, die Mugrides Bluefire Bahn. Auf jeden Fall, der Park ist nicht riesig, wir sollten relativ gut mit Filmen durchkommen und unsere Sachen fahren. Aber schaut schon mal wunderschön aus. Also, wir gehen jetzt mal zu Mysterious Cookie Train, ein Preston Barbieri Kiddie Coaster. So gehört sich das bei der Parkeröffnung. Echt? Mhm. Passt auf jeden Fall rein. Du musst da auch reinpassen. Ja, hinten. Da vorne ist sogar mehr Platz. Thank you.
So, wir waren jetzt auf Mysterious Cookie Train. Preston and Barbieri, Family Kitty Coaster, wie auch immer man den Typ hier nennt. Steht auch gar nicht auf RCDB. Fährt sich noch butterweich, weil diese Bahnen hier einfach alle nagelneu sind. Vor nicht mal einem Jahr eröffnet. Wann erlebt man schon so einen Freizeitpark? So, und jetzt das Battle des Tages. Giant Splash, Mark Wright's Power Splash. Ich bin noch keinen gefahren. Ich bin eigentlich aufgeregt, weil ich bis jetzt nicht in Walibi Belgien war mit Pulsar. Und ich freue mich richtig, die Bahn zu fahren und bin sehr gespannt, wie die so ist. Ich hoffe einfach, dass ich nicht so nass werde, weil wir haben hier noch Winter, Leute. Es ist März und es ist tatsächlich relativ warm. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ich habe Bock jetzt hier bis an die Unterhosen nass zu werden. Und das fahren wir heute auch. There go round. Ich sehe mich hier schon bei den ganzen Kinderbahnen. Ich hoffe einfach, dass die Bahn nicht allzu nass wird, dass sie noch kranker wird. Denn danach würde meine 400 anstehen, der Giant Digger. Ich bin sehr gespannt und wir laufen jetzt zum Giant Splash. Bis dann. Achso, wie fandest du Cookie Train? War eigentlich sehr angenehm. Angenehm, gell? Ja, so wird es auch noch gar nicht. Genau, wie gesagt, butterweich, nagelneue Bahn. Also, wir gehen zu dem Koloss Giant Splash, Mark Wright's Power Splash, wie schon gesagt. Alex, schau hin. Alle in Hülle außer ich. Ja. Ihr werdet schauen, meine Freunde, ist mein letzter. Oder wir schauen gleich, wenn wir nass sind. Was ist? Ziemlich dumm, gell? So, Freunde, ich war jetzt hier auf Giant Splash, Mack Wright's Power Splash mit 0 Minuten Wartezeit bei krassen, nicht so warmen Außentemperaturen. Erstmal zu dem Teil, ich bin ja Pulsar noch nicht gefahren. Was ein geiles Teil. Der Launch intensiv, vor allem der zweite Rückwärts-Launch. Die Hangtime da oben mit diesen geilen Beckenbügeln, einfach krass. Und was ein perfekter Splash. Du kriegst das ganze Wasser Vollgas in die Fresse gepustet, aber nicht irgendwie so krass auf den Körper. Das ist ja wirklich top. Top Abfrischung für den Sommer. Du bist nicht mehr die Socken nass, du bist schön abgefrischt. Besser kann man es eigentlich gar nicht machen. Geiles Teil. Wie gesagt, und der Launch. Und ich bin es allein gefahren. Alex hat ein Video von außen gemacht. Yes. Habe ich euch wahrscheinlich gerade gezeigt. Da sieht man mich. Allein im Mack Wright's Power Splash. Geile Scheiße.
Ich sag euch, wie es ist. Geile Scheiße. So, und jetzt, meine Damen und Herren, Count Nummer 400 steht an. Mugrides Blue Fire Clone, Giant Digger. Ich bin gespannt, ich bin hyped, ich freue mich. So, übrigens, Leute, ich will euch mal was zeigen. Es ist sehr faszinierend. In dieser Konstruktion hier wird nämlich in der Zeit, wo das Teil beim nach oben fliegt, da um das Wasser eingelassen, eingepumpt, massiv schnell, damit dann da der Splash stattfindet und dann wieder massiv schnell rausgepumpt. Das finde ich tatsächlich echt super faszinierend, weil das müssen halt Pumpen sein, beziehungsweise das Wasser wird da gestaut an den Seiten und es wird dann durch diese Einlässe da unten erst in die Mitte gehen. In die Mitte reingelassen. Das heißt, und dann halt abgepumpt. Die ganze Zeit kein Wasser, also wenig, und jetzt ist es von der Seite reingelassen dann. Ich dachte, dass du wach bist, aber ja, du hast gepennt. Du hast umgedreht. So, liebe Leute, ich komme gerade aus Giant Digger, Mugrides Blue Fire Clone gespiegelt. Alter, ich war selten nach einer Blue Fire Bahn so überrascht. Die Bahn fährt sich wie auf flüssiger Butter. Da rappelt nichts. Da rappelt nichts. Die Bahn ist butterweich. Und das Beste an der ganzen Sache ist, sie ist leer. Man muss nicht warten. Leute, wie geil ist das, wenn man einen Blue Fire Clone vor sich stehen hat und die Bahn leer ist. Meine dritte Blue Fire Anlage nach Velociraptor in IMG World of Adventure in Dubai. Und jetzt hier eine dritte Bahn. Und Leute, ich hatte selten so viel Spaß bei einer Blue Fire Bahn. Ich bin erste Reihe gefahren. Ich hatte freie Platzwahl. Wir waren zu viert in der Achterbahn drin. Meine 400. Achterbahn und ich bin einfach nur happy. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Geiles Teil. Hat richtig, richtig Bock gemacht. Und eine würdige 400. Ja, wie gesagt, Top-Bahn, Top-Fahrt und ich habe mir, das ist auch der Grund, warum ich Blue Fire mag. Es ist mittlerweile eine in Anführungsstrichen Standardbahn, aber gehört einfach immer noch zu den besseren, wenn nicht besten Launch-Coastern, die ich kenne. Einfach weil das Layout einfach perfekt ist für eine angenehme, spaßige Fahrt, nicht zu viel Kräfte, in der letzten Hardtime-Roll anders der geile Hangtime, auch im Looping in der ersten Reihe. Dann der erste Hügel, einfach nur geil. Giant Digger Mugrides Blue Fire Clone. Das war wirklich geil. Und jetzt mache ich hier ein Foto mit meiner 400, danke. So, ich bin die Bahn nochmal gefahren, jetzt in der vorletzten Reihe, also eigentlich ganz hinten. Ne? Hört sich leicht ruppiger als vorne, aber trotzdem noch sehr, sehr weich für eine neue Mugbahn, weil gerade von den neuen Mugbahnen ja doch einige so etwas leicht rappeln. Ich finde die Bahn, ich habe jetzt mal einen direkten Vergleich, weil den hatte ich im Europapark sehr selten. Ne? Zwischen erster und letzter Reihe, ich finde erste Reihe bei weitem geiler. Ist auch die Airtime besser, im Looping oder eigentlich auch sonst überall. Außer hier bei dem Dip. Was ich noch zu der Bahn sagen wollte, die einzigen Minuspunkte der Bahn ist die Thematisierung. Im Launch-Bereich vorn
ist ein Gebäude und dieses Gebäude, da ist nichts drin, da ist nichts. Es schaut von außen schön aus, von innen ist da einfach nichts. Q-Line relativ schön, hier außen auch relativ schön, aber der Launch-Bereich bei Bluefly bei weitem schöner und bei Velociraptor auch bei weitem schöner. Ansonsten Orange schaut eigentlich echt ganz gut aus. Ja, und jetzt essen wir hier gleich was. Ich werde euch jetzt zeigen, was. Das wollten wir nämlich schon länger hier ausprobieren. Das essen die hier sehr gerne in Korea, vor allem in den Freizeitparks. Ich zeige euch gleich, was das ist und dann schauen wir mal, was ihr davon hält. So, unser Frühstück heute ist Lollipop, was die hier übelst feiern. Wir haben es tatsächlich falsch interpretiert. Es ist tatsächlich keine Hähnchen in der Cola drinnen, aber es ist halt Hähnchen in dem Cola-Becher, wo unten Cola drin ist. Und man soll das halt in der Combo essen. Ist jetzt eigentlich auch gar nicht so weird, aber ist halt hier so eine Art Fastfood wie bei KFC auch. Mit der Aussicht lässt sich das auf jeden Fall genießen. Und danach starten wir die Filmrunde und dann fallen mal die kleineren Attraktionen. So, wir haben uns in der Fahrt aus dem Kettenkarussell gegönnt. Heute wird nicht ausgelassen, es ist so leer. Schade, dass der Giant Frisbee zu hat. Der hat aktuell zu, weil wir haben echt nicht so viel zu tun. Wir machen gerade, also ich hatte zwei Fahrten Giant Digger. Wir machen jetzt gerade die Filmrunde und fahren mal ein paar Kleinigkeiten. Ja, lass mal hier den Splash filmen gehen. Und dann so zu rechts zum Schloss, beim Schloss Fotos machen. Hier das Karussell fahren, den Schwanentanz dann mitfahren. Ja. Den Zug können wir auf. und ich würde fast sogar noch die Wildwasserbahn fahren in Lockflume, weil es ist jetzt auch eigentlich egal. So viel nasser als der Giant Splash wird der eh nicht. Genau. Giant Splash steht im Wonder Woods. Follow the Fairy Trail. So, ich zeige euch jetzt, was es hier gibt. Food Drop. Ja, ein Rollercoaster-Restaurant, wenn man es aus dem Ruhrpark oder aus Holden Towers kennt. Hier wird wohl einiges tatsächlich relativ übernommen. Und jetzt zeige ich euch eine Sache, die mir in der anderen Lotte World schon aufgefallen ist, die meiner Meinung nach aber hier noch deutlicher wird. Und zwar, ich zeige es euch einfach und ihr sagt mir, an was euch das erinnert. Ich zeige es euch einfach, ich gehe jetzt mal vor. Ich drehe es einfach mal um. Ich fahre mal von unten hin. So. Also, was haben wir denn hier? Okay. Eine weibliche und ein männliches Maskottchen, das ähnlich ausschaut wie eine Maus, was in dem Fall ein Bär ist. Oder ein Fuchs oder was das sein soll. Und dann ein Schloss. Kommt mir irgendwoher bekannt vor. Ich weiß nicht woher. Ihr wisst, was ich meine, natürlich Disney. Keine Ahnung, warum da diese Ähnlichkeit besteht. Also für mich ist es einfach 1:1 Disney-Kopie. Auch diese Maskottchen, diese, was sind das? Bärchen, Füchse, was ist das? Waschbären, oder? Waschbären, what the fuck? Das ist Mickey und Minnie. Das ist fucking Mickey und Minnie und das ist Disney-Schloss. Nichts anderes. Kannst du mir erzählen, was du willst? Wir machen weiter Aufnahmen. So, das wollte ich euch auch noch zeigen. Das gibt es überall in jedem Park, gab es das. Nicht nur Lotte. Man kann hier quasi den Code-Scan in sein Handy reintun und sein Handy hat einfach geladen. Das ist, glaube ich, für die meisten Standardgeräte in Standardgröße gedacht. Es sind auch tatsächlich einige Handys drinnen. Ich finde es wild. Das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, wenn man sein Ladekabel vergessen hat. Ach ja, und wir sind drinnen im Schloss. Das schaut hier übrigens aus. Ja. Wir gehen mal wieder raus. Das ist echt schön. So, wir waren jetzt hier auf Swan Lake. Tatsächlich mal auf so einem Kinderkarussell. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Heute ist der Tag dafür. War ganz witzig. Vor allem schaut dieses alles sehr schön aus. Hier nochmal das Schloss, wie ich vorhin schon erwähnt hatte. Der Giant Frisbee fährt jetzt. Ich glaube, dass es ein Giant Frisbee ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, von welchem Hersteller. Könnte sogar Mondial? Nee.
Moritz wird sich wahrscheinlich jetzt gerade denken, ich bin Vollidiot. Flatrides, kein Plan. Aber ich weiß gar nicht, Mondia, Zamperla könnte es auch sein. Ich schau mal nach, wenn ich dann drin sitze. Und dann wollten wir den Lokflume mal fahren. Dann haben wir nämlich eigentlich alles gemacht hier, was man überhaupt in dem ganzen Park machen kann. Dann können wir noch das Derry Go Round machen, das Karussell. Das ist übrigens richtig schön ausschaut mit dieser Mühle. Also alles thematisch wirklich top. Und ja, ich gehe jetzt mal zum Giant Frisbee, fahre eine Runde mit. Auch dieser sprechende Baum hier erinnert mich ans Efteling so ein bisschen oder an Skadaland. Sieht auch top aus. Also sehr bunt der Freizeitpark, aber sehr schön. So, ich war jetzt hier auf Giant Swing, ein Giant Frisbee von, I don't know, es könnte Zamperla sein, aber die Bügel schauen super weird aus, also ich habe echt keinen Plan, von welchem Hersteller das drum ist. Fahrt relativ unspektakulär, wenig Airtime, relativ kurz, vielleicht zwei, drei Schwünge bei an höchster Stelle, also total tief entspannt, relativ unbequeme Bügel, schaut aber zumindest hier ganz gut aufgemacht aus. Wir fahren jetzt den Lokflume, der heißt Ogre's Flume. Ja, mal schauen, wie das drum wird. Da kommt nämlich gerade die Bahn. Wollen wir ja nicht mitnehmen, da. Da ist Ogre's Flume. Ich meine, dass das ein Intermin drum ist, könnte aber auch ABC Ride sein. Weiß ich gerade nicht. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, wenn es irgendwer weiß. Also es schaut relativ nach Intermin aus. So ähnlich wie die im Legoland. Ich habe echt keine Ahnung. Genau, wir fahren jetzt Ogre's Flume und hoffen mal, dass wir nicht ganz so nass werden. Es ist zwar mittlerweile wärmer, aber ja, wir wollen ja nicht pilschen nass im Winter werden. Also dann, wir gehen in Ogre's Flume, 10 Minuten Wartezeit, wie überall hier im Park. Und Alex, komm mit! Yes! Lokflume war geil, ne? War gut, würde ich sagen. So, wir waren jetzt in Orgies Lokflume oder Flume. War relativ trocken, ein bisschen nass bin ich geworden. Alex ein bisschen mehr, weil er war außen hinten rechts. Das war ziemlich dumm. Naja, ansonsten, hier sieht man es nochmal, Orgies Lokflume. Ich glaube, es ist auf gar keinen Fall Intermin. Ich würde sagen, vielleicht irgendwas wie ABC, irgendwas kleinerer Hersteller, denn die Bahn fährt auch sehr langsam. Während der Fahrt wirklich kein sonderliches Theming. Das gilt ja aber für alle Bahnen. Innerhalb der Fahrt nicht viel Theming im Vergleich zu anderen Lotto World. Aber es schaut trotzdem deswegen schön aus. Also es ist halt nicht hässlich. Genau. Wir machen jetzt ein paar Aufnahmen. Ich fahre noch mal zwei, dreimal Giant Digger. Und dann verlassen wir den Park, weil mehr gibt es hier nicht zu tun. Der Park ist ja auch relativ klein. Hallo.
So. Ich habe mir noch zwei Fahrten auf Giant Digger gegönnt. Und jetzt sind wir hier rausgekommen in einem Rollercoaster-Restaurant, wie wir es, wie gesagt, aus dem Europa-Park auch kennen. Ich esse sehr gerne in diesen Restaurants. Deswegen bin ich um Alex Wunsch entgegen natürlich auch gerne hier mitgekommen. Hat eine ähnliche Karte und ähnliches Verfahren wie im Europa-Park. Mit der Karte, mit dem ganzen Zeug. Und am Ende bezahlt man dann meistens über die Karte vorn. Läuft also relativ genauso. Ich habe mir nur eine Pizza bestellt, weil das gibt es im EP nicht in dem Restaurant. Dann gönne ich mir jetzt die Pizza. Alex hat sich was bestellt, einen Burger? Nee, ich habe auch eine Pizza. Auch eine Pizza. Wir sind richtig Koreaner. Pizza in Koreaner. Ja. Korea aus. Und genau, danach haben wir den Park verlassen. Dann ist dieser Vlog hier zu Ende und ich switch wieder auf den Sightseeing-Vlog, was im Prinzip der Vlog ist, der davor rausgekommen ist. Aber das habt ihr dann schon dementsprechend ja gesehen. Aber erwähne ich gleich nochmal. Also wir gehen dann aus dem Park raus, dann gibt es wieder das klassische Fazit und genau. So, und damit sind wir wieder beim altbekannten Fazit angekommen. Hier außen, man sieht sehr gut das gespiegelte Layout von Giant Digger vor der Lotte World Adventure Busan. Ja, ich fand es einen sehr, sehr schönen Tag. Der Park ist natürlich niegelnagelneu, total schön, sehr viel thematisiert, vor allem außen. Ähnlich wie in der Lotte World schon, ist außen mehr thematisiert als in den Bahnen. Hier aber nochmal stärker. Der Park ist relativ klein und bietet deutlich weniger als die Lotte World in Seoul. Dementsprechend fehlen hier meiner Meinung nach auch Dark Rides, denn die hat der Park gar keine. Und das macht es tatsächlich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen langweiliger, weil das fehlt hier. Also man hat die drei großen Achterbahnen oder die drei Achterbahn-Count-Rides und man hat dann halt einiges an kleinen Bahnen, Kettenkarussell und so weiter. Immer wirklich sehr, sehr kleine Sachen. Dann natürlich noch den Giant Frisbee, aber sonst halt auch nichts. Das ist ein bisschen schade, weil der Eintritt trotzdem, sage ich mal, nicht viel günstiger als in der Lotte World Adventure in Seoul ist. Der Park ist aber, wie gesagt, auch erst ein Jahr alt. Also ich kann mir vorstellen, dass sich hier noch einiges tun wird. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern die hier den Platz haben. Es schaut eigentlich nicht so aus. Auf der anderen Seite ist es hier kompletter Lotte-Komplex. Da vorne ist die Lotte Mall und so. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man hier teilweise einfach noch irgendwie expandieren kann mit dieser Achterbahn über die Parkplätze und so weiter bauen. I don't know. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass hier noch was passieren wird. Ja, wir verlassen jetzt den Park und damit endet auch der Lotte World Adventure Vlog und der letzte Freizeitpark Vlog dieser Tour. Es wird jetzt noch einen abschließenden Vlog geben, beziehungsweise gehen wir jetzt zum Sightseeing weiter hier in Busan. Das, was jetzt passiert, seht ihr im vorherigen Vlog, im zweiten Teil vom 9. Vlog. Nach diesem Vlog wird der 11. Teil erscheinen und im 11. Teil geht es einmal um Tourplanung, etwa um das ungefähre Budget der Tour, um nochmal eine einzelne Achterbahn in Seoul. Das heißt, insofern steht schon noch ein Freizeitpark an, Children's Grand Park, wo ein Vekoma Suspended Family Coaster steht. Den werden wir noch machen und diesen einen Count noch absahnen in Seoul und wir werden uns noch ein bisschen Seoul anschauen. Dementsprechend gibt es noch einen kleinen kombinierten Freizeitpark Sightseeing Vlog mit Seoul, inklusive ein bisschen was über diese aktuelle Tour, ein paar Infos, vielleicht aus dem Flughafen, vielleicht dann auch schon von daheim, das weiß ich noch nicht. Jedenfalls, wenn ihr jetzt sehen wollt, wo wir gehen jetzt zu dem Tempel hier am Meer, dann schaut nochmal in den vorherigen Vlog rein, in die zweite Hälfte, XSL Sightseeing Busan. Ansonsten viel Spaß mit meinem letzten Teil, der jetzt dann erscheint, wo es dann nochmal nach Seoul geht und nochmal in der Vekoma-Bahn fahren. Also, bis dann. Seid gegrüßt, liebe Freizeitpark und Kirmesfreunde.